So, ich bin wieder hier. Ich habe mich ja letztes Mal hier versteckt. Und ich habe schon so ein wenig die Leute hier mal beobachtet, wie die andauernd hin und her gehen. So, dann gehe ich jetzt mal gleich hier rein. Aber erstmal gucken, dass sie halt auch dann wieder in die andere Richtung gucken, weil ich weiß nicht, wenn ich die Tür aufmache, wenn ich jetzt da dann hochkomme und so, ja, dann können die mich natürlich sehen und das ist dann Kacke, ne? Hihi. Okay, mal sehen. Ja. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Heft. Jawohl, ein Heft. Aber kein Playboy. Ha. Mich auch, wie die Leute damals so reagiert haben, wo es so das erste Playboy-Heft gab und so, das erste Playboy-Magazin. Und dann die Männer das gesehen haben und dann, oh, ein Heft und da ist eine nackte Frau und alles. Oh, die gehst einfach rein, irgendwo, wo man so Zeitschriften kriegen kann, holt er das Playboy-Ding da raus und fertig. Aber damals, oha. Ja. Hier oben sind drei Leute, ey. Drei Wachen. Zwei gehen nach rechts. Der dritte hier bleibt noch ein bisschen länger stehen. Jetzt geht er. Dann kommt der erste ganz hinten wieder zurück. So, ich nehme den jetzt mal hier von hinten. So, jetzt kann ich. Okay, das hat ja keiner mitbekommen. Das ist schon mal gut. Denn ich bin der Schleicher. Ich bin der Schleicher mit den ganz wackeligen Beinen. Ja. Ich habe das jetzt bei mir 23 Uhr und 4, gleich 5 nach 11. Und ich habe mir gerade noch eine Bockwurst gebraten. Hatte ein bisschen, jetzt nicht unbedingt Hunger, aber Lust auf eine Bockwurst. Irgendwie wollte ein bisschen was essen. Dann habe ich mir eine Bockwurst gebraten. Das war gut. Ach ja, was haben wir denn heute? Heute ist Montag, ja genau. Und morgen ist dann Dienstag. Und dann kommt der Mittwoch, und dann kommt der Donnerstag, dann kommt der Freitag und dann der Samstag. Da 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 da. Und so. Ole. So, der eine verschwindet jetzt da hinten. Dann warte ich, bis der hier wieder verschwindet. So. Der ist von der Seite. Oha. Ja. So, da war es nur noch einer. Okay, er geht jetzt da. Sein Ding hat er oben, also sein Gewehr. Er geht da lang. Und immer weiter.
immer weiter. Er scheint wohl dort seine Runden zu drehen. Gehst du mal in Deckung, Mensch. Gut, im echten Leben muss man einen gesehen haben, aber hier zählt das jetzt nicht so. Okidoki. Ja, ich muss immer noch die Zigarrenkiste da finden. Ah, da ist auch noch eine. Ist das hier die richtige Kiste? Weder Zigarren noch Diamanten. Ah, oh, hallo Süße. Ach ja, so eine schöne Frau. So. Au, von hinten auf den Kopf. So, hier ist auch noch eine Kiste. Immer noch nichts. Wäre ja wohl auch ein bisschen zu einfach, ne? Eine richtig große Lagerhalle hier. Viel gelagert wird. Nur keine Frauen. Nur Holzkisten. Oh, war ja. Ach ja, wo ist denn die Kiste? Ist die Kiste vielleicht hier? Nee. Ich muss sie bald finden. Oh. Wenn immer nur bestimmte angezeigt werden, brauche ich auch nicht lange suchen. Da ist eine, da ist eine. Ich nehme mal die hintere. Oh Mann, jetzt reicht's. Naja, vielleicht ist das Spiel auch so drauf ausgelegt. Und? Hab sie. Er hat sie. Okay. Kehre zu Sam und Pauli zurück. Ja. Dachte ich vielleicht, man muss erstmal so halt alle Kisten aufmachen und dann die letzte, die ist es dann, aber nee. Hier ist er. Genau, ich bin da. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Ja. Nur so eine ganze Kiste voll. Das reicht für einen ganzen Monat, ne? Das ist die letzte. Verschwinden wir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße. Hört ihr das? Los, Tom, gib Gas. Los, los! Ich geb Mann, Gas. Tom, nicht gemütlich hier, oder? Aber so ein LKW. Durch das Tor.
im staatlichen Abschnitt Hof des Zollamts. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßen sperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs. Verschwinden wir, so schnell du kannst, Tom. Das ist ein LKW und kein Rennwagen. Vor uns ist eine Straßensperre. Finde einen anderen Weg, sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Hier, du, das ganze Arbeiterviertel. Okay, ich such mal. Nee. Wo könnte man denn hin? Können wir diesen Funk überhaupt mitbekommen? Jedes Mal, egal was für ein Wagen wir fahren. Immer hören wir den Funk von der Polizei hier mit. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Runter von der Straße, alte Frau. Dann fahre ich dich über. Sind hier draußen! Du musst einen anderen Weg finden! Gut, Achtung! Ja. Dann fahre ich nochmal hier runter. Okay, dann irgendwo, weiß nicht, so eine Art Nebenstraße rein oder sowas. Mal gucken. Oder rumstehen oder die Nacht gefahren kommen. Ja, kann mich auch nicht verstecken. Verlasse das Gelände. Ja, wenn überall welche stehen, mich nicht durchlassen. Mal gucken. Gibt da bestimmt noch irgendwo einen Weg, wo die halt eben nicht hinkommen sozusagen. Wo sind sie? Die Fans werden uns dafür steinigen. Schon wieder. Wir
Sie haben sie wohl abgeschüttelt. Ja, hoffentlich. Wo zur Hölle warst du auf dem Gelände? Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Hm. Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Hm. Ein paar Diamanten in der Ritze. Das ist ja wohl der letzte Witz. Da sagt der Onkel Fritze, du hast die Pommes in der Ritze. Hier kommt der ganze Qualm aus dem Boden hoch durch die Straße und so. Ach ja, hier ist eine Tunneleinfahrt. Schnauze. Im Auto vor mir fährt ein besoffener Kerl. Du, 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 du. So, Vorsicht. Alter, du Idiot, Mann. Ich hab doch Vorfahrt. Ich fahr Taxi. Tagordner. Unser Boss dann zu sagen hat, ne? Ob der sich freut, dass er so viele Kisten hier bekommen haben. Hey Pauli! Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Die ist am schlimmsten dran. Oh, sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Was zur Hölle? Scheiße. Das ist Stoff. Sicher? Ja, bin ich. Wo sind die Diamanten? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen. Das sind keine. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel? Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don
Don kommt. Scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauli? Ja, ich werde nichts sagen. Habt ihr Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Na, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Na, bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was habe ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Sir, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Verdammt! Ich hab die Schnauze voll! Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben! Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt. Die Bank? Ja. Mir egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Machst du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe keinen Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Okay, dann macht ihr erstmal einen Tag, eine Woche oder was auch immer. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und dann geht es nächstes Mal weiter, ne? Hier mit Mafia. Bis dann, macht's gut und bye bye.